Das Schlagwort E-Learning, das fungiert wie ein Brennglas. Man sieht, wenn man sich über E-Learning unterhält, unmittelbar, wo sind eigentlich unsere didaktischen blinden Flecken? Wo machen wir es eigentlich wie vor 40 Jahren sozusagen mit unserem Lehrmodell? Ne? Und jetzt kommen wir mit neuen Medien und auf einmal merken wir können das gar nicht mehr reproduzieren, was wir da machen, diese Transferorientierung, weil dann können wir auch gleich unsere PDFs einfach auf die Lernplattform stellen. Aber das ist es ja irgendwie nicht. Digitalisierung ist nicht so sehr eine Technisierung oder eine Computerisierung, sondern Digitalisierung ist eigentlich ein Medium, was Bildungsinstitutionen Fragen stellt und in Frage stellt, wie der Status quo gerade ist. Bildung ist mehr als Lehrinhalte. Oftmals machen wir tatsächlich so einen Schnellschluss gewissermaßen, dass wir sagen, Mensch, wenn wir mehr Bücher drucken, dann werden die Leute alle schlauer und sind besser gebildet. Und ist dann auch gut für die Volkswirtschaften, die prosperieren dann noch mehr. Und wenn wir den Zugang zum Internet billiger machen, hat doch jeder Zugang zum weltweiten Wissen und dann ist doch gleich jeder auch gut gebildet letztendlich. Und das ist diese Illusion des Contents. Auch bei den MOOCs ist es so. Also sozusagen bau eine weltweite Plattform auf, lass die PowerPoint-Folien oder Videos der besten Dozenten da drauf und dann kann auf einmal jeder Rocket Science machen. Das ist halt nicht so. Also dazu gehört noch mehr. Ich sage nicht, dass sozusagen das nicht auch einen Wert hat. Vielleicht ist es ein Modul, ein Baustein dabei, dass wir diese Welt besser machen. So. Aber es ist mit Sicherheit kein Baustein, der gerade in infrastrukturellen Kontexten, die unter Stress sind, in anderen ärmeren Ländern beispielsweise, plötzlich bewirkt, dass das Bildungssystem, was vorher schon nicht funktioniert hat, jetzt auf einmal funktioniert. Man sieht es immer wieder an den Rändern sozusagen und in den Risikobereichen, in den Experimentierbereichen, die so eine Gesellschaft auch so einem Bildungssystem zulässt, dass sich da Entwicklungen vollziehen, die möglicherweise die Institutionen von morgen sind. Und die Faszination liegt darin, dass wir hier auch eine Definitionsmacht haben. Als Teilnehmer des Spiels, als Professoren einer Hochschule oder als Lehrer einer Schule. Wenn wir uns da beteiligen, dann haben wir die Möglichkeit, das mitzugestalten. Wie soll es denn aussehen? Wir haben die Möglichkeit, diesen Diskurs zu führen, Menschen darum zu versammeln, sich darüber auseinanderzusetzen, was denn da eigentlich geschehen soll. Ist es so, dass wir weiterhin Präsenzveranstaltungen ausschließlich brauchen? Oder ist es so, dass wir die Lehre auch virtuell auch an anderen Orten stattfinden lassen können? Ne? Die meisten Leute, die da länger drüber nachdenken, sagen, es wird so eine Diversifizierung geben im Grunde genommen. Also es wird Hochschulen mehr im Sinne eines Serviceangebotes geben. Diese Serviceangebote werden teilweise in Präsenz stattfinden und da wird es so eine Gruppe von Hochschulen geben, die sagen, das ist unser Profil, wir sind eben Präsenzhochschule so. Und dann gibt es eine andere Gruppe von Hochschulen, noch mehr wahrscheinlich als die, die es jetzt gibt, die sagen, wir gehen sehr, sehr stark in diese Richtung Virtualisierung von unseren Lehrveranstaltungen. Dann ist das Nächste ist die Frage sozusagen der Kohärenz. Also braucht man eigentlich zukünftig bei der Hochschule der Zukunft gibt es die Notwendigkeit, dass die Lehre auch dort erbracht wird, wo die Zertifizierung stattfindet. Also kann man nicht auch Hochschule so denken, dass eine Hochschule einen Studierenden sozusagen so eine Art Rahmen bietet, aber ihn nicht oder sie nicht mit allen Lehrveranstaltungen versorgt, sondern durchaus es auch möglich ist, dass dieser Studierende zu anderen Hochschulen geht, zu Hochschule 1, 2, 3, dort Kurse absolviert, möglicherweise Hochschulen, mit denen die eigene Hochschule Verträge hat, aber möglicherweise auch Hochschulen, die gar nichts damit zu tun haben und diese Credits dann jeweils wieder mitbringt und so eine Art Patchwork-Studium dadurch ermöglicht. Die duale Hochschule ist ja neu, sind 5 Jahre alt und die hat zu tun damit, aus 8 Berufsakademien, die es schon 30, 40 Jahre lang gab,
jetzt eine Hochschule zu werden. Das heißt, hier geht es wirklich darum, dass diese neue Organisation im Kopf und im Herzen der Leute da ankommen muss. Digitalisierung ist ein Instrument, was man einsetzen kann, um diesen Identitätsprozess zu befördern. Denn wir unterrichten dasselbe Curriculum an allen Standorten. Das heißt, es gibt tatsächlich 49 Mal die Maschinenbau-, Konstruktion-, Einführungsvorlesungen parallel an 7 Standorten. Und hier eine Kooperation zu schaffen, dass man sagt, also die Professoren könnten doch Lernmaterialien austauschen, Studienkonzepte austauschen, Klausur- oder Prüfungsformate austauschen, das liegt im Grunde genommen auf der Hand. Und Digitalisierung ist natürlich ein hervorragendes Tool, um diesen Austausch hinzubekommen. Wir haben jetzt angefangen, wir haben eine Open-Learn-Initiative gestartet letztes Jahr, die jetzt noch 2 Jahre läuft, in der wir eine Content-Sharing-Plattform aufbauen wollen für genau dieses Thema. Wir haben jetzt hier beim Stifterverband Wettbewerb einen Beitrag für den Wettbewerb eingereicht, in dem es darum geht, dass die unterschiedlichen Professoren an den Standorten gemeinsame virtuelle Lehrveranstaltungen machen. Also 4, 5 Professoren sich zusammentun, die dieselbe Lehrveranstaltung halten, davon gibt es eben diese Fälle bei uns an der Hochschule, und die sagen so, wir machen das jetzt gemeinsam in einer virtuellen Lehrveranstaltung.